Herzlich willkommen an der Züspa. Kommen Sie flanieren, posten, entdecken und geniessen. Züspa ist für 10 Tage das grösste Shoppingerlebnis in Zürich und bietet Spass für die ganze Familie. In der Deko-Halle können Sie sich genüsslich durch all die feinen Sachen essen. Züspa, vom 20. bis 29. September in der Messe Zürich. Wir freuen uns auf Sie. Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Der ZSC verliert das dritte Heimspiel in dieser Saison mit 3:2 nach Penaltyschüssen. Es war ein Spiel, das der ZSC nie hätte aus den Händen geben dürfen. Schnell führt man mit 2:0, doch dann kann Servette mit 2 Shorthänder in einem Powerplay ausgleichen. Im Penaltyschüssen haben dann die Westschweizer das Glück auf ihrer Seite gehabt. Auch heute konnten wir wieder fleissig abstimmen. Der Patrick Bertschi ist von euch als bester Spieler gewählt worden. Ihr seht es hier rechts eingeblendet. Er hat heute Abend 2 Goal geschossen und das war wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum er auch als Interviewpartner zuoberst auf der Rangliste erscheint. Da haben wir dann also den Patrick Bertschi bei uns im Interview, gefolgt von Ryan Keller. Patrick Bertschi, 3:2 verloren, nachdem er 2:0 geführt hat. Man hat über die längste Distanz hat man, gut gespielt gehabt. Man hat Genf dominiert, aber so ein Spiel darf man schlussendlich nicht mehr aus der Hand geben. Ja, auf keinen Fall. Wir haben gut angefangen, die Böcke sind gerade reingefallen und dann haben wir es verpasst, um den Sack zu machen und nachher zwei Goals sogar Überzahl bekommen. Das darf natürlich nicht passieren. Du hast es angesprochen, ihr habt sehr gut angefangen, du hast 2 Goals geschossen. In deiner Linie scheint es zu harmonieren, ihr habt auch sonst viele Chancen können erarbeiten. Ja, ich war jetzt ein bisschen Teil gewesen. Am Schluss haben wir ja Goal bekommen und das darf sicher nicht passieren. Aber ja, wir haben gut angefangen, am Schluss muss man dann auch die Chancen halt weiter rein tun und den Gegner in dem Sinn fertig machen und das haben wir verpasst. Das ist sicher sehr bitter. Die Chance, die man nicht hätte verwerten können, hat das Genf auch wieder zurück ins Spiel gebracht? Ja, ich glaube, es war vieles gewesen, auch eben viel Powerplay, die man nicht hätte verwerten können. Und das hat ihnen Kraft und Mut gegeben. Und sie haben nachher 2 Chancen, 2 Goal gehabt. Und ja, nach dem Penaltyschuss haben wir es auch verpasst. Am Sonntag geht es auf Kloten, das Derby. Was erwartest du für ein Spiel dort? Ja, sie haben einen guten Start gehabt und müssen sicher bereit sein, um dort hinzugehen und uns jetzt gut erholen und alles auf den Sonntag legen. Ryan Keller, a 3-2 defeat against Geneva. 2 shorthanded goals in 1 power play. I think this shouldn't happen in a game. Yeah, that can never happen. And usually when that does happen, you lose. And that's really, you know, that's why we lose the game today. It was your first game against your old teammates, your former teams. Was it a special game for you? Yeah, it's always a little bit strange when you're playing, you know, an old team where you know everybody on the other team. So it's, yeah, it's different. But at the end of the day, it's still another game, and yeah, we have to win. Now you are in Zurich. How is the team spirit? How are you feeling here? Oh, I think it's good. We got a great team. I think we still got you know, some improvements to make and to get better. But I think there's a lot of potential, and we have a really, you know, a good group of guys. Herzlich willkommen an der Züspa. Kommen Sie flanieren, posten, entdecken und geniessen. Züspa ist für 10 Tage das grösste Shoppingerlebnis in Zürich und bietet Spass für die ganze Familie. In der Deko-Halle können Sie sich genüsslich durch all die feinen Sachen essen. Züspa, vom 20. bis 29. September in der Messe Zürich. Wir freuen uns auf Sie.